Moin, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich habe hier noch, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich habe hier noch einen Kochtopf gefunden. Ja. Wie viele brauchen wir für die Chemiestation? 3, ne? Und 2 haben wir jetzt, glaube ich. Weiß nicht, tut gerade Wasser. Das ist eine Idee. Ist der hier? Kaputt, wenn die Zombies alles einschlagen und unser Haus zusammenbricht. Ich habe auch noch einen Grill gefunden. Also ein Grillrost. Weil das so schlecht gebaut ist. Hey, das ist mega stabil. Das habe ich geplant. Ich bin jetzt volle 13 überladen. Nee, der war im hinteren Raum. So, jetzt haben wir erstmal wieder einen Slot frei. Oder da oben. Also da. Oh. Oh, sagt er. Oh, oh, oh. Hä, wo sind die denn? Wen suchst du? Die Zombies? Ja. Ich versteck mich auf Toilette. Die sind auf dem Dach. Ich habe hier Schrotflintenteile, gotische Stiefel und eine Dose. Die Dose würde ich nicht. Achso, ich kann ja sowieso nichts mehr einpacken. So, und. Ah, da hätte ich reingucken müssen. Das war nicht clever. Ich gedenke, mich auf den Rückweg zu machen. Aufs Dach werde ich nicht mehr gehen. Aber ich war hinten noch nicht in der Küche. Ach, die sind draußen, Jasmin, vor der Tür. Ich hoffe, das sind nicht so viele. Oh. Hupflauber, Flugzeug, wo denn? Hupflauber? Ah, da! Oh, er hat das genau da hinten abgeschmissen, hier bei uns. Mhm. Hier ist gerade was gelaufen. Das fliegt hier runter. Ja. Die machen mich ganz nervös. Hier ist auch noch ein geheimer Raum. Ich muss hier erstmal die Sachen wegbringen. Ist kein geheimer Raum. Ist so ein Zwischenraum. So ein Zwischengang. Doch ganz schön weit weg. Ach, das ist nur ein Bauarbeiter. Moin! Das Loch befindet sich im oberen Stockwerk, in der Decke. Das müssen Sie sich mal angucken bei Gelegenheit. So, hier ist noch ein grüner. So, hier so ein. Ach, ich habe ja keine Ausdauer, wenn ich so voll bepackt bin. Okay. Ich laufe jetzt so schnell weg, wie ich nur kann. Warum ist mein Fahrrad so weit weg? War ich hier schon an dem Müll? Unberührt. Das geht ja nun nicht, ne? Und Brechsand haben wir hier noch. Habe ich noch irgendwas, was wir eintauschen können? Raus mit dem Glas. Da war ich auch nicht dran. Das ist eine leere Müllhaufen. So, Jasmin. Mhm. Ich komme mit den Taschen voller Glück. Ich habe dir sogar was mitgebracht. Bin gar nicht zu Hause. Was? Hier ist ein Hase. Meinst du, ich kann den... Das wird doch nichts. Der ist doch weg, bis ich auf dem Bogen bin. Du kannst Hasen in dem Spiel nicht töten. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja, doch. Wo war denn das jetzt? Ich bin zu blöd für den Bogen. Ich gebe mich geschlagen.
Ich muss kapitulieren. So, wo treibst du dich denn rum? Oh, ist aber schattig. Ich wollte gucken, wo sie die Tasche hingeschmissen haben. Welche Tasche? Na, das Flugzeug eben. Ach so, das ist eine Kiste. Ja, die haben sie irgendwo hier hingeschmissen. Ich weiß aber nicht genau wo. Boah, ich habe einen richtig krassen Bunny Hop gemacht. Das hättest du sehen müssen. Mhm. Das musst du dir unbedingt angucken. So, wo muss ich denn? Ich muss nur der Straße folgen, ne? Ja. Ja, meine nächste Mission vom Händler ist, säubere das Gebiet. Aber ich habe gar keinen Besen. Wollten wir uns nicht eigentlich auf dem Blutmond? Heute ist ja Blutmond, ne? Ah. Ich glaube, wir stehen gut da. Ich wollte ja auch nur mal gucken, wo diese blöde Kiste ist, aber... Nee, ich meine jetzt ernsthaft, ich bin optimistisch, dass wir wirklich gut dastehen. Sind die nicht. Ja, das Problem ist, wenn du den Rauch nicht siehst, manchmal kann man den ja sehen, ne? Aber das muss ja irgendwo hier sein. Der ist ja bis hierhin. Irgendwo hier hinten auf jeden Fall. Komplett in der falschen Richtung. Ich? Ja. Nee. Ach so, der hat heute ja wieder eine Kiste abgeworfen, ne? Er hat eben gerade eine abgeschmissen. Ach so, ja, ich war bei der anderen Kiste gestern. Entschuldigung. Also halt mal einen Schnabel, ey. Es tut mir leid, Jasmin. Ja, was soll ich denn? Ich bin deiner nicht würdig. Ich sehe hier auch keinen Rauch gerade. Ah, da oben! Hast du sie gefunden? Nee, noch nicht, aber den Rauch. Ah. Was ist drin? Ich sag grad nee, noch nicht, aber den Rauch. Wo ist denn der Rauch jetzt schon wieder hin? Ausdauer, ey. So, das kommt hier rein. Achso, ich mache jetzt einmal noch eine Aufbewahrungstruhe. Ich wieder kein Rauch. Oh, das drückt so auf mein Ohr hier, ey. So, ich bin. Buddel? So, ich sortiere hier mal deine komischen Klamotten in eine andere Kiste. Die haben da nämlich nichts zu suchen, Jasmin. Da waren schon Klamotten drin, deswegen habe ich das da einfach reingemacht. Das kann gar nicht sein, ich packe da keine Klamotten rein. Das ist nur. Die Schuhe und so waren da schon alles vorher drin. Deswegen habe ich das da reingemacht. Da war Mütze und das schon vorher alles drin. Mütze? Ja. Hier ist keine Mütze. Ach, leck mich, ey. Vielleicht später. Ich weiß noch nicht. Bin nicht in Stimmung. Ah, hab's ja gefunden. War ja easy. Ich pack deine Glücksbringerbrille da auch mit rein, ne? Mhm. Ich hab noch mehr. Ah! Deswegen dachte sie, das ist eine Mütze. Mann, hau ab, Junge. So, Stiefelchen. Ein Pullover.
Ja, ist doch. Ist ja eine Hose, ne? Das ist eine Shorts. Ich glaube. So. Denn Schrotflintenteile. Wie sieht denn das aus? So. Die haben wir da. Achso. So. Trübes Wasser. Ich habe schon einen kleinen Brunnen gemacht. Einen kleinen Teich da. Funktioniert das denn? Ja, Wasser ist drinne. Muss mal in den Schuppen gucken gleich. Cool. Ich gehe da gleich mal hin. Zwar noch nicht viel, aber... So, hier. So. Dann kommt da ein bisschen Holz rein. Und dann machen wir einmal... hier gekochtes Wasser. Dann haben wir noch die Eier. Das ist für dich. Pack ich zu deinen Klamotten. Dose. Das machen wir gleich anders. So, jetzt kommt nochmal die Knarre. Dein Stufe 2 Hammer, den ich dir mitgebracht habe. Mhm. Dann machen wir noch einmal hier Fleisch. So, ich bringe jetzt die Sachen zu dir und dann gehe ich mich einmal umbringen. Nein, Jasmin, tu es nicht. Es gibt noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Jasmin! Du kannst das nicht tun. Ich will sehen, wie ich das kann. Warum lässt denn dein Fahrrad draußen liegen? Ich konnte es nicht reinnehmen gerade. Schönes Wasser, schöner Teich. Maisanbau? Was habe ich denn alles gefunden? Hier, ganz Gammel? Links hier in der Kiste musst du mal reingucken. Ich habe hier selbstgebautes Maschinengewehrpaket. Paket? Ja, habe ich eben von dem Dings da geholt. Darf ich das mal sehen? Ja, musst du herkommen. Ja, ich bin hier. Wo denn? Ach cool, das musst du auspacken. Mach ich gleich. Hier. Musst du nur aufnehmen, nicht, dass das wieder despawnt. Cool. Einfach cool. Draufgehen oder was? Öffnen. Genau. Und dann? Ich hab Maschinengewehr 6. Stufe 6. Nicht schlecht, Jasmin. Ich gönne es dir. Hier. Schau dir das Ding an. Ja, ja. Ich gönn dir das. Neidisch? Nö, interessiert mich überhaupt nicht, was du für ein Kackstufe 6 Maschine wärst. Ich habe, ja. Habe ich ja wohl verdient, ich habe geguckt, wo der gelandet ist. Ich habe zwei Stufe 2 und ich habe eine Stufe 5 Pistole. Und eine Stufe 4 Schrotflinte, ja. Aha, wie fühlt man sich denn so? Ja. Und 100 mal Munition. Das ist schon, So, was kann ich denn noch wegpacken? Die Federn? Also beide Stacks voll. Hä, hey, hier in der einen Kiste ist er auch noch. Da ist er auch voll. Ja. Wir haben so viel Federn. Wo packe ich die am besten? Achso, und einen Verbandskasten haben wir auch noch. Muss erstmal gucken, wo der reinkommt.
Oh, das wollte ich jetzt nicht. So, was können wir denn? Wir haben ja einmal, machen wir hier. Wo kommt denn der Verbandskraft rein? Beim Essen. Beim Essen. Sehr lecker. Saatgut. Okay. Eier passen nicht mehr. Krieg ich das auch mittiger? Oh, Lumpen. Ups. Ah! E. Ja, ja. C. Ich hab noch eine Kiste. Alter, wo kommen jetzt diese Kacknägel rein, ey? Saatgut. Ey, sag mal. Wo kommen denn die Nägel jetzt rein? Ich hab die jetzt in meiner Tasche unten links in der Kiste. Welcher Tasche? Nee, Speisen ist ja Quatsch. So, ich habe mal drei Kisten gemacht. Geld haben wir, oder? Doch nicht den. Wo ist jetzt schon wieder der Knochen hin? Der ist doch auch bei den Fressalien drin. Naja, der ist überall manchmal. Anderes, ne? Bis jetzt probiere ich gleich mal den das aus, ob das mit dem Wasser geht hier mit den Gläsern. So, ich denke, das ist doch relativ übersichtlich. Das wären jetzt die... Und da habe ich auch alles, ne? Okay, da bist du noch dran. Saatgut. Ich gehe jetzt mal gucken, ob das geht, wie ich das denke. Ich runterkomme. Hier gefällt mir denn vielleicht nicht. Oh. Ja, ach, da muss man mal gucken. Ah, okay. Ah, nee, warum trinke ich denn das jetzt? Ach so, ich habe das schon voll gemacht. Speisem. Ah, ich konnte die voll machen mit unserem Wasser hier im Dings. Zutaten Speisem. Jetzt habe ich es aber aus Versehen getrunken und krieg Durchfall. Weil ich das falsch. Ich dachte, ich hätte es noch nicht fertig, aber ich hatte es schon fertig. Und dann sind da so Popobacken mit Durchfall. Popobacken. Ja. Weil ich ja jetzt hier. Abkoche. Siehst du, einmal wieder Water. Ah,
Ah, mit dem Eimer ist ganz gut, ne? Kannst du das Loch etwas voll machen? Ja. So, nochmal den. Dann haben wir hier noch eine Dose. Habe ich die Dosen nicht hier? Nee, nee, nee. So. Obwohl Dosen werden wir ja nicht so oft finden. Ja, die eine gerade. Ach ne, na gut. Sag ich dir nachher. So. So, haben wir wieder Wasser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gekochte Maiskolben. Kaffeebohnen ist Zutaten, Heidelbeeren, die könnte man auch so essen, ne? Na ja, komm. Machen wir so. Ich denke, das passt schon. Zutaten. Kaffeebohnen. So, Kartoffelpflanze, Kaffeepflanze, Mais. Und Pilze sind noch im Anbau. So. Das ist ja verarsche. Ich brauche genauso viele Kartoffeln, um Kartoffelsaat zu machen, wie ich Kartoffeln gekriegt habe von der Pflanze. Gräsalien, Zutaten, Speise. Guck mal, da habe ich noch Kaffeebohnen. So, haben wir jetzt eigentlich schon angefangen, uns für den Blutmond vorzubereiten? Nö, ne, jetzt habe ich nur Kiste sortiert. Oh Mann, wir sind so gut. Ja. Hopfenblume, Tierfett. Aber den machen wir eh erst morgen, ne? Ja, ja. Guck mal, das ist ja noch voll lange hin. Also, nächste Folge machen wir die vielleicht ein bisschen länger, aber da wird Blutmond sein, würde ich sagen. So. Wir können ja noch. Ich muss da aufhören, mein Ohr tut richtig weh. Da hoch. Und die würden hierher kommen. Das heißt. Wie heißt die Stachelfalle? Die werden zwar nicht lange halten, aber egal. Immer da unten rein. So, und was wir auch brauchen werden, sind Pfeile, ne? Wieder. Wie viel Munition haben wir denn für richtige Waffen? Nicht so viel. Kannst du die nicht selber herstellen? Munition. Munition. Brauche ich einen Werktisch für Werkbank. Also nein. So, wir haben die Pfeile, wir haben die Pfeile. Pfeilspitzen aus Stahl. Alter, wir haben so viel Stein, ne? Ein Heil.
So. Den machen wir. Den haben wir. Nicht geklappt. So, dann wollen wir ja eigentlich, dass die hier rausgehen. Aber wenn die Tür auf ist, ist ja auch okay, wenn die hier lang gehen, ne? Ey, vorhin kam mir ein Bild, Tag 35, jetzt sind wir schon bei Tag 40. Ah! Was los mit denen? Alter, und wir sind gerade mal in Tag 14 und wir haben schon eher angefangen als die. Das ist ja übel, ey. Hat mir eben ein Bild geschickt. Sie hat Lars nämlich ein Motorrad gebaut. Okay. Wo ist denn, wo habe ich denn, weißt du, wo mein, aber weißt du auch nicht, ne? Scheiße, habe ich hier oben hingelegt. What? Jasmin, es ist alles deine Schuld. Sag das, dreh dich um und sag das nochmal. Ist alles meine Schuld, habe ich gesagt. Alles meine Schuld, nur meine. Wenn ich mich jetzt umbringe, bleiben die Sachen ja, weil die ja in meinem Rucksack sind, ne? Außer irgendein Langfinger-Joe würde rein zufällig hier dran vorbeikommen und lange Finger machen. Ne? Was denn? Das bleibt ja dann alles, ne? Weil ich den Rucksack ja dann hab, ne? Ja. Ja oder nicht? Ja. Wieso machst du da jetzt Gitter vor? Ich mach das aus Stein. Ach, das sieht aus, als hättest du da gerade Gitter vorgemacht. Nein. So, aber ich wollte das einmal stabilisieren. Ich weiß ja nicht, ob die sich... Die machen mich ja gar nicht kaputt hier, die Dinger. Da musst du mega lange durchlaufen, dass die dich kaputt machen. Ich weiß nicht, kann das Gitter aus Holz bleiben? Machen wir da auch Stein draus? Nein. Ja, wir wollen ja später noch eine Klingenfalle setzen. Nein, ne? Ich mein Ding hier. Nein, ich habe mit mir selber geredet. Ja, ja. Spring doch hier runter, aber nicht in die Stachelfalle. Spring hier an die Seite. Ja, genau. Das bringt doch nichts, oder? Doch. Ich bin so auch schon gestorben. Hallo. I believe I can fly. Nein! Ich bin mit runtergesprungen. Ich habe 20 Damage gekriegt, Jasmin. Echt? Ich habe gar nichts gekriegt. Springst du, springe ich auch. Ja, aber passiert ja nichts. Ach ja, ich habe 20 Damage gekriegt. Ich? Wo bin ich denn überhaupt? Ich bin auf die Mauer gesprungen. Oh, ist das schlecht. Was? Weiß ich nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Jasmin. So, wir haben jetzt aber hier alles soweit aus Stone, ne? Bis auf den guten hier und das da nicht und das da oben alles nicht und... Ah. Ich hab keine Steine. Hab mich mal umgebracht. Ich will den anderen Kieselstein nicht nehmen. Dein Rucksack ist nicht da. Hast du jetzt mein... Lass meinen Rucksack in Ruhe. Hey, ich bin noch hier oben. Du hast den schon aufgemacht, ich hab's gehört. Nein. Ein Flitzer! Polizei! Gib mein Maschinengewehr wieder her. Nein! Doch. Mein Bein ist verstaucht. Gib mein Maschinengewehr wieder her. Das da? Da, meins. Das da? Das da? Gib meins wieder. Das Patrick. Ist deins, du Pfeife. Das ist nicht meins. Meins war Gold. Heb mal auf.
Möchtest du dich vielleicht bei irgendwen entschuldigen? Nö. Wenn du es nicht weggenommen hättest, ist das meins? Ja, das ist deins. Wirklich? Ja, ich hab so eins gar nicht in der Tasche. Sah aber ganz anders aus vorhin. Das sah aus oder nicht, ne? Ich habe jetzt keine Steine. Die anderen will ich noch nicht anrühren. Und mein Bein ist verstaucht. Geh weg, Mann. Hör auf zu schieben. Hau den Hammer an den Hintern. Nein. Mann, jetzt hau ab. Ich hänge hier fest. Lass mich doch mal los. Ich hänge hier ich fest. Ich mach nix. Nein, geh mal runter. Ich hänge an dir fest. Warte. Hör auf, mich Hintern. Mitzunehmen. Hey, lass mich los. Ich mach doch nix. Hey, du hast gerade gesagt, ich soll runtergehen. Geschlossene Gesellschaft. Ey, jetzt komm ich hier nicht hoch, oder was? Ja, du hast mich eben mit runtergezogen. Hä? Du hast gesagt... Mensch, jetzt geh weg! Du ziehst mich runter, Jasmin. Man, bist du irgendwie gegen die Wand gelaufen? Ja, ne? Nee, wieso fragst du? Da. Ruhe. Ruhe. Was? Ruhe. Wo? Oh, ich hab schon wieder einen Punkt. Na, also bitte. Zum Vergeben? Wofür? Ja. Was wofür? Ich bin voll fleißig hier. Wann? Sag mal. So, wir können noch mal dreckiges Wasser holen, wenn wir wollen. Haben wir noch leere Gläser? Nö. Ich habe jetzt 13. Wasser kannst du auch bei uns rausholen jetzt. Und ah ja, genau, das wollte ich mir mal angucken. Oh, ich darf nicht laufen. Mein Bein ist verstaucht. Ah. Oh, Jasmin. Ah. Oh, Alter, oh, das tut weh. Oh, ja. Oh. Ich kühle das in der Plüre, die du hier reingekippt hast. Aber das Wasser verschwindet, wenn wir damit die Gläser auffüllen. Ja, ist logisch. Nein, ich meine, da ist nur so eine kleine Pisspfütze drin. Ja, dann kannst du jetzt den Eimer nehmen und das neu auffüllen. Ich weiß, ich hab das doch schon zu dir gesagt, ey. Oh, das nervt, wenn ich alles 2 Millionen Mal sagen muss. Ja, aber hast du mir das auch schon gesagt, dass da nur so eine Pisspfütze ist? Sehr. So. Ah! Ich bin ein Held. Jasmin? Jasmin? Ja. Du stinkst. Du stinkst selber. Was? Kann gar nicht sein. Ich habe letzte Woche geduscht. So. Ja, wie sieht denn der Plan jetzt weiter aus? Was wollen wir denn machen? Blutmond-Vorbereitungstechnisch. Ich habe jetzt ein paar Pfeile gemacht. Ja, jetzt ist doch eh bald vorbei, die Runde, oder nicht? Ja. Ich habe jetzt ein paar Pfeile gemacht. Pfeile hat er gemacht. Oh, ein paar Wegweisende, ne? Ein paar Wegweiser. Noch Balken setzen, das kracht das ein. Ich kann wegen dem Mais hier über Mais nicht bauen. Da muss erstmal frei bleiben. Licht. Nee, weil der so hoch ist, die Hitbox. Ja, ich würde trotzdem eine Stütze bauen. Ja. Ja, aber wohin, dass sie nicht im Weg ist, ne?
hier so. Und dann wäre das beim Mais. Ja. Ist irgendwie doof, ne? Ja, aber besser als wenn hier jetzt nochmal. Den Mais musst du erstmal woanders hinpacken. Nee, ich meine, auch mit der Stütze ist irgendwie doof. Ja, sicher ist sicher. Ich habe hier keine Lust, das nochmal zu bauen. Du etwa? Hm? Ja, nee, eigentlich nicht. Nö. So reicht das. Meinst du so. Ohne so, ne? Ja. Ich denke auch, das ist zumindest ein bisschen besser. Ein bisschen besser. Bin ich ja auf die Dings gespannt, ey. Den Blutmund mit der Leiter oder Treppe. Ein bisschen besser. Die Leiter ist besser. Ups. Was hast du kaputt gehauen? Jasmin, gibt's da was du mir sagen möchtest? Nein. Bist du dir da sicher? Ja. Gut, ich werde dir jetzt blind vertrauen und in meinen Untergang schauen. So. Himmlisch. Haben wir das doch auch noch geschafft hier. So. Da kann uns ja nicht viel passieren eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Also, außer es kracht zusammen, weil die alles kaputt schlagen. Ich habe kein Holz mehr. Ich denke mal auch, die Geier werden jetzt nicht unbedingt durchs Fenster fliegen, oder? Wenn welche kommen. Wirst du sehen. Hatten wir letztes Mal Geier? Nee, aber das wird ja immer schlimmer. Mit den Geiern? Nee. Der Blutmond. Ja, ich weiß. Der wird immer aufdringlicher, ne? Ich bin froh, dass die Ratten noch nicht kommen. Ratten? Ja, aber auf die kannst du ja richtig schlecht schießen, weil die so klein sind. Und die kommen halt überall durch. Nein, es gibt keine Ratten. Oh, Gewitter kommt schon. Oh ja, ich hab's auch gehört diesmal. Hallo? Ist da Gewitter? Das sieht voll gemütlich aus hier. Wo war denn das Gewitter? Kann man hier nicht noch so ein Gitter vormachen? Ja, können wir. Ja. Und hier? So eine Gittertür? Ha. Ja, das ist richtig wie im Knast. Ist da Gewitter? Ich habe kein Holz mehr. Kannst du die zwei noch aufwerten? Welche? Ach, da. Ja, ja. Das wäre... sehr gnädig, Jasmin. Ich und meine widerwärtige Selbst wären dir zu ewigen Dank verpflichtet. Mhm. Lang lebe, Jasmin. Ja. Ich gehe vor dir auf die Knie. Dankeschön. Cool. So, ich habe jetzt noch 1 Minute 56. Ein verstauchtes Knie. Ich bin zu 19% infiziert. 16 Minuten habe ich noch eine Prellung. Ja. Läuft, ne?
Achso, hier meinst du wegen der Tür? Ja. Ich dachte, wir bauen da später noch was hin. Dann würde ich nur Rahmenformen setzen, die wir nicht aufwerten, weißt du? Wenn es soweit ist. Mhm. Um auf Nummer sicher zu gehen. Und dann kann man die später einfach wieder wegnehmen. Einfach. So, morgen ist Blutmond, morgen geht's los. Wir haben uns, denke ich mal, relativ gut vorbereitet. Also wir waren sehr intensiv dabei. Ja. Irgendwie gar nicht, ne? Naja. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall morgen wieder mit dabei. Morgen kommt Blutmond. Dann wollen wir mal sehen, ob das funktioniert oder... ob das alles einstürzt, ey. Ja, ich meine mit der Treppe, oder? Ist auch das Haus hier. Ob das so eine einmalige Sache war, weil die sowieso gerade hier vorne war. Die Tür lassen wir auf, dann kann die abhauen. Und ganz unten die Tür, die wir haben, ne, um reinzukommen, die würde ich auch nur zumachen, aber nicht zubauen. Ich würde gerne mal wissen, ob das trotzdem funktioniert oder ob die dann durch die Tür kommen wollen. Dann können wir ja immer noch Klötze vorschmeißen. So, wir sind auf jeden Fall raus für heute. Bis dahin, macht's gut. Horrido. Tschüss.